Je me remémorais un texte qui m'a souvent accompagné. Ich erinnere mich an einen Text, der mich ständig begleitet hat. Ein Text von Solzhenitsyn, wohl im Jahre 1978, über den Rückgang des Mutes. Es fehlt uns an Mut, sagte er, sehr und sehr oft. Heute möchte ich eigentlich nur sagen, dass der Appell, den ich ergehen lassen möchte, bedeutet, dass wir wieder zum Mut zurückfinden müssen, bei zwei Themen. Wir brauchen den Mut, den Frieden aufzubauen und den Mut zur Verantwortung. Zuerst der Mut, für den Frieden zu sorgen, denn dafür braucht man Mut. Man geht jedes Mal ein Risiko ein, sieht sich Gefahren gegenüber. Man darf nicht nur die eigenen Positionen, die vorrangigen Interessen dabei vertreten. In allen Regionen der Welt, in allen Weltteilen heißt der Aufbau des Friedens, dass man die Gefahr des Dialogs eingeht, das Risiko des Kompromisses, der Wiederherstellung von Vertrauen. In so vielen Regionen brauchen wir gerade das. Auch der Nahe und Mittlere Osten braucht das, die Golfregion. Es geht beim Mut nicht um Spannungen, Erwiderungen, Eskalation, sondern das sind transparente Verhältnisse, die man schaffen muss. Als ich zum ersten Mal hier gesprochen habe, hatte ich mich überzeugt gezeigt zum Thema Iran. Die Strategie des Drucks angesichts der nuklearen Entwicklungen im Iran kann nur zu vermehrten Spannungen in der Region führen. Ich hatte klar diplomatische Lösungen vor Augen. 2018, nach dem Ausscheiden der Amerikaner aus dem Wiener Abkommen von 2015, hatte ich einen weltweiten Rahmen für das Iran-Nuklearabkommen vorgeschlagen, begleitet durch einen größeren Rahmen mit Fragen zum Nuklearprogramm des Irans nach 2025, der Rolle des Irans bei regionalen Krisen und die ballistischen Raketen. Wo stehen wir heute? Die amerikanische Strategie, der Willen Europas, Russlands und Chinas, das Wiener Abkommen von 2015 zu halten, darauf hat der Iran geantwortet, mit einer Strategie des maximalen Drucks auf das regionale Umfeld. Der Anstieg der Spannungen in den letzten Monaten ist konstant weitergegangen. Die Angriffe vom 14. September auf Saudi-Arabien haben das Spiel geändert, die Verhältnisse gewandelt. Seitdem besteht die Gefahr eines Weltbrandes in dieser Region wegen einer unangemessenen Antwort oder etwas Derartigem, einer Eskalation. Es kann sich um einen Zwischenfall handeln, der aus dem Ruder läuft. Und die Folgen wären viel zu schwer, als dass wir damit am Rand des Abgrunds einfach leben könnten. Was sollen wir nun tun? Mehr denn je glaube ich zutiefst, dass die Zeit gekommen ist, wieder Verhandlungen aufzunehmen zwischen den Vereinigten Staaten von Amerika, dem Iran, den Unterzeichnern des Nuklearabkommens und den regionalen Mächten, die in erster Linie betroffen sind von Sicherheit und Stabilität dort unten. Wie sollen die Ziele aussehen? Wie sollen die Bedingungen für die Verhandlungen sich darstellen? Zuerst einmal muss sicher sein, dass der Iran niemals Kernwaffen erhält. Dann müssen wir aus der Krise herausfinden, gerade im Jemen. Drittens brauchen wir einen regionalen Sicherheitsplan, an dem die anderen Krisen beteiligt sind. Sie müssen darin einbezogen sein. Es geht auch um die Sicherheit der Meeresstraßen und um die Aufhebung der Wirtschaftssanktionen. Ich bin nicht naiv. Ich glaube auch nicht an Wunder. Ich glaube an den Mut, den Frieden gestalten zu wollen. Und ich weiß, dass die Vereinigten Staaten von Amerika, dass der Iran, dass alle Signatarstaaten des Abkommens diesen Mut haben.